Servus und willkommen zum neuen Video. Heute wieder Subwoofer testen. Ich habe mal wieder was gebaut und zwar habe ich wieder mein Exten-Gehäuse, das Bassersex-Gehäuse ausgepackt mit dem 25er Woofer. Sind wieder in meinem Kombo unterwegs, es liegt immer noch Schnee bei uns. Ist diesmal ein Stealth AL250B, ein 25mm Woofer. Ich zeige ihn euch am besten mal. Da ist er mit Schaumstoffsäge, Polypropylenmembran. Hatte so ein kleines Logo in der Mitte, das erkläre ich euch jetzt gleich noch, was das macht. Wenn man dann im Auto sind, auf jeden Fall läuft das beim Bassreflexgehäuse, hat ja 200 Watt Sinus oder 200 Watt SMS Spulentwicklung vom Hersteller angegeben. Ja, und macht sich eigentlich ganz gut in dem Gehäuse. So, rein hier. So, klanglich sehr cool, also erstaunlich präzise. Der Woofer ist auch ein bisschen hart aufgehangen für die Preisklasse. Also, wir rennen hier vom Low-Budget-Woofer. Ja, klanglich. Er hat eine gewisse Präzision. Bei Rock neigt er ganz leicht dröhnig zu sein. Wenn man jetzt dagegen zum Beispiel jetzt wieder ein bisschen Dance, House, Elektro oder solche Sachen hört, dann merkt man das gar nicht mehr so. Dann schiebt er auch erstaunlich gut raus für einen 25er Low-Budget-Woofer. Also wir hatten auf jeden Fall schon 30er Woofer, die schlechter gegangen sind. Als dieser 25er Stealth-Woofer in dem Exten Bassreflex-Gehäuse. Ja, er hat in der Mitte so ein kleines Stealth-Logo, das hatte ich euch gezeigt. Dieses Stealth-Logo leuchtet beim Bass blau. Das heißt, wenn die Spannung aufgebaut wird und höher wird und eine gewisse Stärke erreicht, also je nachdem, wenn man halt lauter hört, fängt dieses Logo im Bass an zu blinken. Pam, zack, zack. Das ist ein ganz lustiger Special-Effekt. Ich habe den Woofer auch eigentlich nicht für dieses Gehäuse gekauft, sondern für so ein 90er Jahre Plexiglas-Gehäuse, was ich oft getrieben habe, wo so ein bisschen Beleuchtung rein soll und ein Woofer, der ein bisschen blinkt und einfach nur das, weil man es kann. Ich denke mal, dazu werde ich dann noch ein eigenes Video machen, das ist einfach nur so gaudi, einfach nur Spaß, was halt lustig aussieht. Jedenfalls hat er halt diese Funktion und da hat er halt so ein bisschen blinklich gemacht. So, ich denke mal so um die 90er, 2000 herum war das natürlich cool, wenn alles irgendwie leuchtet und blinkt und irgendwie funkelt. Da hat man ja voll drauf gestanden, die Endstufen mussten leuchten, Powercaps mussten leuchten, eigentlich alles musste leuchten, der Fußraum musste leuchten. Es war ja völliger Irrsinn gewesen, was man da getrieben hat. Und der Woofer ist halt so aus dieser Zeit, wo halt Woofer auch noch geleuchtet haben. Jedenfalls funktioniert super. Pegel voll alltagstauglich für mich. Klanglich ganz zufriedenstellend für den Preis. Also ich habe schon viel Schlechteres gehört, ich habe auch schon viel Leiseres gehört. Und das bei größeren Woofer-Membranen. Kann man machen. Ich habe dann mit Musik auch mal so ein bisschen hin und her gehört und mal das Termlip zwischendurch angeschmissen und mal ein bisschen geguckt und bin immer so bei meinem Pegel gewesen, 124, 125, 126 dB und der Woofer war auch noch nicht am Limit, der hätte noch ein bisschen Reserve gehabt. Also so für den Alltag als schöne, kleine, kompakte Druckkiste ist das Ding schon ganz cool. Muss auch überlegen, wie gesagt, ich habe einen großen Transporter, ne? Das wisst ihr ja mittlerweile alle. In dem muss man natürlich ein bisschen mehr Gewalt walten lassen, um eine gewisse Lautstärke zu erreichen. Aber dafür muss ich sagen, schlägt der Woofer sich sehr cool. Ja, also kann man definitiv will. Ob er jetzt wie der Spektron 25er oder der Pile 25er aus den 90ern die 130 dB Marke schafft, werden wir sehen. Die beiden Woofer hatten ja irgendwo 130, 131 dB gespielt. Mal sehen, ob das Stealth auch in die Region geht. Ich denke, er hat das Potenzial, in diese Richtung zu gehen. Und dann wäre auch ein sehr cooler Low-Budget-Woofer, den man auf jeden Fall empfehlen kann. Man muss sich dann also nicht unbedingt eine riesengroße Kiste reinstellen. Wir haben ja dann damit schon gezeigt, dass kleinere Woofer definitiv auch schon genauso laut sein können wie große Woofer. Das funktioniert auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, ich schalte jetzt aufs Termlip um, lasst euch überraschen und schauen wir mal. So, also, Termlip läuft. Das machen wir aber noch mal kurz aus, denn ich möchte euch noch vorher was anderes zeigen. Und zwar habe ich natürlich auch bei dem Stealth AL250B den Impedanzverlauf gemessen. Nicht im Ausfeld, man sieht es doch. Ihr seht jetzt hier schön die Kurve vom Impedanzverlauf, ja, mit diesem kleinen Tief unten drin. Dieses Tief ist dann quasi unsere Bassreflexabstimmung. Ja. Und bei der Abstimmung in dem Gehäuse vom Exten mit dem AL250B haben wir ungefähr 40,37 Hertz. Ja, sagen wir mal 40, 41 Hertz ist die Portabstimmung. Und ja, das ist halt genau die Abstimmung, die der Woofer in diesem Gehäuse halt einnimmt. Man könnte ihn jetzt tiefer abstimmen, meinen wir auf 37 oder 38 Hertz, dann geht er halt noch unten rum ein bisschen imposanter, da schiebt er noch ein bisschen mehr unten rum. Würde er das auf jeden Fall, das ist kein größeres Problem. Die meisten Musikgehäuse sind ja alle so im Bereich, sage ich mal, 45 bis
37, 38 Hertz abgestimmt, Bassreflex. Das wäre also denkbar und er ist ja auch völlig im Rahmen in dem Gehäuse, also das kann man problemlos machen. Ich würde sagen, wir machen mal eine Messung. So, ich mache jetzt mal hier Attacke. Hab jetzt schon alles vorbereitet, ja, wie immer, bin ja fleißig. Haben jetzt hier schon einen Sensor stecken, Thermlip läuft. Jetzt hier 36 Hertz Ton mal vorbereitet. Wir gehen jetzt hier mal langsam rein. Ich mache schon mal die Pegelvermittlung leiser. Müsst ihr auch mal wieder hinkleben. Ist eigentlich schon Ewigkeiten ab. So, so machen wir das. Irgendwie einen kleinen Frosch heute im Hals. So. Wach. Liegt bestimmt am Wetter. Hoffentlich war ich nicht krank. Jedenfalls, 36 Hertz Ton ist jetzt schon geladen. Ja, wir machen jetzt einfach mal Feuer frei. Ich gebe mir erstmal bloß so 200, 250, 300 Sinus für das, was er ausgelegt ist. Und dann gucken wir mal nach dem Einbrummen, was da geht. Also, wir haben jetzt erstmal schön gesehen, dass ich ein bisschen rumspielen musste. Das liegt daran, dass wir jetzt diesmal bei 46 Hertz am lautesten sind in dem Gehäuse. Was denke ich mal daran liegt, dass der Puffer aufgrund seiner Beschaffenheit und dem Verhalten in dem Gehäuse ja doch ein paar Hertz höher liegt. Meine anderen Puffer lagen ja in der Impedanz immer etwas tiefer, die ich probiert hatte. Und dadurch, dass er jetzt hier, denke ich mal, 2-3 Hertz höher liegt mit der Bassreflexabstimmung in diesem Gehäuse, ja, hat sich halt der Peak jetzt mal um ein Hertz zum Beispiel verschoben. Ich habe ja immer so einen Peak zwischen 45 und 46 Hertz. Jetzt sind wir hier halt zum Beispiel mal bei den 46 Hertz gelandet näher. Und deswegen reagiert der Sensor jetzt bei 46 Hertz genauer als bei 45 Hertz und ist etwas lauter. So, jetzt werden wir natürlich mal gucken. Der Wert ist erstmal super. 124,3 mit 37 Watt. Und jetzt werden wir mal hier was Dummes machen und werden dem jetzt mal erstmal seine 200, 250 Watt gucken, geben. Und dann werden wir mal gucken, wenn er ein bisschen mehr Leistung kriegt, was passiert. Und ob er die 130 dB-Marke schafft, wie der Spektron und der Peil oder nicht. Wir sind an 300 Watt jetzt schon genauso laut wie der Spektron und der Peil in dem Gehäuse. Er funktioniert also auf jeden Fall etwas effizienter als die anderen beiden in dem Gehäuse von dem Exten CAB. Jetzt werden wir ihm noch mal ein bisschen mehr Leistung geben, weil wir wollen ja gucken, was er kann, was er packt. So. So,
jetzt ist er ausgegangen. Ich glaube, das war zu viel. 133,98 dB bei 1056 Watt. Wollen Sie mal gucken gehen, aber ich glaube, der hat es jetzt gerade überlebt. Fühlt sich jetzt eigentlich nicht an, als wenn er durch wäre. Auf jeden Fall ist die Stufe in Protect gegangen. Mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt alles anmache. Ob er sich einkriegt oder nicht. Naja, auch das kann mal passieren. Wir arbeiten jetzt hier ja nicht mit wenig Leistung. Und wie gesagt, der Woofer hat eine 200 Watt Spule. Wenn wir hier mit einem kW drauf gehen, ist das ja alles andere als für den Woofer gesund. Da kann auch mal was zerfliegen. Deswegen, wie gesagt, solche Sachen dann bitte nicht nachmachen. Bitte die Woofer immer mit der Wattzahl betreiben, für die Hersteller die Dinger auch ausgeben. So, mal gucken, ob die Stufe jetzt wieder da ist. Ne, also irgendwas hat sich gerade hier verabschiedet. Ich muss mir das dann später mal angucken. Ja, kommt auch mal vor. Ne? Irgendwann knallt halt auch mal. Wir machen ja hier keine einfachen nur Spielereien. So, in dem Sinne, ich gehe mal auf Fehlersuche. Und ja, top Ergebnis. Auch wenn gerade irgendwas zerflogen ist. Ich denke mal, es wird eher die Endstufe sein. Mal gucken, irgendwas ist ja vielleicht bloß eine Sicherung kaputt oder irgendwas. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Über ein Abo würde ich mich freuen. Und ja, sag danke und ciao. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ja, ich hatte mich eigentlich schon verabschiedet, aber es hat mir natürlich jetzt keine Ruhe gelassen. Ich habe jetzt noch mal kurz umgebaut und gemacht. Und also die Endstufe läuft noch, aber ich glaube, das Fünffache an Leistung der Herstellergabe war dem Stealth dann letzten Endes doch ein bisschen zu viel. Ich muss mal gucken, was kaputt gegangen ist. Die Spule und alles läuft frei. Ich kann mir vorstellen, ich habe vielleicht eine Litze oder irgendeinen Anschluss weggerissen oder irgendwas hat dann aufgegeben. Er klappert halt auf jeden Fall nicht. Er hat aber irgendwo eine Unterbrechung, offenbar einer Schwingspule oder sowas, keine Ahnung. Muss ich mir die Tage mal in Ruhe angucken. Auf jeden Fall, ja, der erste offizielle Verlust 2021. Ich habe vermutlich einen Stealth AL250B gegrillt, den ich eigentlich für ein optisch cooles Gehäuse brauchte. Ist ja ein bisschen ärgerlich, muss ich das jetzt sagen, ist das schon, aber was soll's. Am Ende hoffentlich hat es euch gefallen, ich habe was kaputt gemacht. Irgendwann kommt es ja mal vor. Ja, scheiße, dumm gelaufen. Hat sich ja gut geschlagen, man muss auch einfach sagen, der Woofer hat eine 200 Watt Spule, wenn ich ja mit 1000, 1050 Watt drauf gehe, ja, wo gehobelt werden, fallen auch mal Späne. Ja, hat es jetzt halt vermutlich der Woofer einfach überstanden. Trotzdem hat er sich super geschlagen, also für den Alltag auf jeden Fall super. Wer jetzt hier eine Endstufe nimmt, so um die, ich sag mal, 300, 350 Watt Sinus, der wird mit dem Woofer sehr viel Spaß haben. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man ja in Zukunft damit auch auf längere Sicht noch hören kann. Und man hat ja, wie gesagt, einen schönen Special-Effekt, weil er anfängt blau zu blinken. Ich wollte euch das eigentlich noch zeigen, aber er ist ja vorher außer Betrieb gegangen. Aber naja, was wisst ihr mal. So, ich hole mir jetzt einen Kaffee und ja, sag ciao, bis zum nächsten Mal. Lasst mir bitte ein Abo da, wäre super. Teilt das Video. Teilen ist ultra wichtig für den Kanal, dass er weiter wächst. Denn nur dann kann ich es mir leisten, Woofer für euch kaputt zu machen. Jo, danke und ciao, bis zum nächsten Mal.